Hallo Herr Vetter, in welchem Bereich bei TÜV Süd sind Sie denn tätig? Hallo, ich verantworte das Thema Innovation in der Division Mobility. Und an welchen Projekten arbeiten Sie da zurzeit? Wir arbeiten an vielen Projekten rund um das Thema Digitalisierung, innovative Produkte, Dienstleistungen und auch Geschäftsmodelle. Und wir befassen uns auch viel mit künstlicher Intelligenz. Wo wird denn künstliche Intelligenz künftig eingesetzt? Wir haben ja im letzten Jahr das Joint Venture mit der DVS gegründet und zum Beispiel werden diese Bilder, die aus der DVS-Box kommen, von Fahrzeugen, die dort durchfahren, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auf Schäden hin analysiert. Und was bringt das für Vorteile? Das hat den Vorteil zum einen, dass wir einen sehr standardisierten, automatisierten Prozess haben, wo eben diese Schäden eindeutig dokumentiert werden. Zum anderen sind wir zeitlich flexibel. Wir können 24 Stunden, 7 Tage die Woche diese Aufnahmen tätigen. Und es ist auch nicht unbedingt erforderlich, dass ein Gutachter vor Ort diese Arbeiten durchführt, sondern dass erst im Nachgang die Expertise unserer Gutachter erforderlich ist. Wie bringen wir denn damit TÜV Süd aufs Next Level? Indem wir die Vorteile der künstlichen Intelligenz, nämlich die Flexibilität, die zeitliche Automatisierung und die Standardisierung mit der Expertise, der Kompetenz und der langjährigen Erfahrung von unseren Mitarbeitern im Bewertungsprozess kombinieren. Alles klar. Vielen Dank, Herr Vetter. Herzlich gerne.